Hallo, grüß euch, hier ist Inga. Ich habe ja bei meinem letzten Video ein Rakelbild gemalt und ich habe euch heute auch ein kleines nochmal mitgebracht. Auch das habe ich mit diesem Tortenmesser gemalt. Nur wenn es daran geht, größere Bilder zu rakeln, dann braucht man auch anderes Werkzeug, weil dieses Bild hier hat 80 auf 100 Zentimeter und das ist natürlich nicht geeignet. Deshalb war ich im Baumarkt und habe mir das hier besorgt. Das ist eine Maurerkelle und auf diese habe ich Farbe aufgetragen und dann bin ich damit Schicht für Schicht über dieses Bild gegangen und habe also Farben aufgetragen. Und in diesem Video geht es über dieses Bild und ich würde mich freuen, wenn du gleich dabei bist. Okay, wir sehen uns. Für die Rakeltechnik bereite ich erst einmal die Leinwand vor, indem ich Acrylfarbe als Basis auf die Leinwand mit einem breiten Flachpinsel male. Ich benutze heute drei Farben: Azogelb dunkel, permanent rot-violett hell und ultramarinviolett. Und an den Übergängen verblende ich diese mit dem Pinsel. Mir ist das wichtig, damit hinterher kein Stückchen der weißen Leinwand durchschimmert. Für die erste Schicht habe ich mir ein Türkisgrün ausgesucht. Das habe ich direkt aus der Flasche auf mein Rakelwerkzeug aufgetragen und ich setze das Werkzeug direkt dann auf der Leinwand auf und ziehe es über das Bild. Am Anfang wird die Acrylfarbe noch fast vollständig aufgetragen, das ändert sich aber mit jeder Farbschicht. Als zweite Schicht habe ich Naphtolrot Mittel gewählt. Zusammen mit dem Türkisgrün ergeben sich erste Farbmischungen direkt auf der Leinwand. Und an manchen Stellen schimmert noch die erste Farbschicht durch. Meine nächste Schicht sollte einen möglichst großen farbigen Gegensatz bieten. Deshalb habe ich mich für das frische und strahlende Gelbgrün entschieden. Die Leinwand ist mit 80 x 100 cm schon ziemlich groß. Deshalb muss ich sie zwischendurch immer mal wieder drehen, weil meine Arme nicht ganz so lang sind. Jetzt kommt zum ersten Mal mein Föhn zum Einsatz. So kann die Farbe nämlich oberflächlich etwas antrocknen und vermischt sich mit der nächsten Schicht nicht mehr ganz so stark. Auch das kann tolle Effekte hervorrufen. Bei der vierten Schicht probiere ich aus, zwei Farben auf einmal aufzutragen. Ich nehme dazu Azogelb dunkel und Zinnober. An einigen Stellen kannst du übrigens immer noch das Türkisgrün aus der ersten Farbschicht leuchten sehen. Azogelb-Zitronen trage ich als nächste Farbschicht auf. Ein bisschen von dem Zinnober ist noch auf meinem Rakel vorhanden und zwischen den einzelnen Schichten säubere ich mein Werkzeug immer wieder mit einem Stück Krepppapier. Um das Bild noch interessanter zu machen, trage ich noch eine Farbschicht in Gelb quer auf. Und da das schöne Gelb sich nicht sofort vermischen soll, föhne ich die letzten Farbschichten wieder etwas an. Inzwischen ist auch die für das Rakeln typische Struktur entstanden. Mal bleiben dabei Schichten offen und mal werden sie von der nächsten Farbschicht vollständig bedeckt. Um die anderen Schichten in den Hintergrund treten zu lassen, trage ich jetzt mit Titanbuff eine sehr helle Farbe auf. Sie zieht sofort alle Blicke auf sich. Hätte ich anstelle von Titanbuff weiß genommen, wäre der Kontrast sehr viel härter ausgefallen und ich muss sagen, mir gefällt das etwas mildere besser. Das ist jetzt eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Permanent rot-violett. Sie gehört zu den sogenannten transluzenten Farben. Das heißt, sie ist nicht deckend und lässt so darunterliegende Farbschichten durchschimmern. Teilweise sieht es so aus, als würde mein Rakelwerkzeug haken. Das liegt an den vielen Farbschichten, die ich inzwischen aufgetragen habe und daran, dass die Acrylfarbe noch nicht getrocknet ist. Es sieht tatsächlich nicht nur so aus, sondern es fühlt sich auch tatsächlich so an.
Wenn du genau hinguckst, kannst du immer noch Farben vom Anfang sehen. Stellenweise schimmert hier und da das Türkisgrün, das Gelbgrün und selbst das Azurgelb noch durch. Jetzt trage ich eine sehr schöne und faszinierende Acrylfarbe auf. Perlrot. Perlrot ist noch transluzenter als das permanent Rot-Violett und ist auch noch irisierend. Irisierend meint, dass, je nachdem, aus welcher Perspektive auf die Farbe geguckt wird, sie in anderen Farben erscheint. Zusätzlich hat Perlrot noch einen leicht metallischen Glanz. Hier vermischt sich jetzt die Metallic-Farbe Gold mit der letzten Farbschicht und ein rotgoldener Farbton entsteht. Weil mir die Farbkombination so gut gefällt, trage ich einfach großflächig die goldene Farbe auf. Das geht an dieser Stelle gerade echt schwer. Beim Malen ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ich wende das Bild ganz schön häufig. Und das war auch noch nicht das letzte Mal. Die Farbe, die ich jetzt auftrage, habe ich ganz zu Anfang als Hintergrundfarbe verwendet. Das ist das permanent rot-violett hell. Und wenn man sieht, wie jetzt die nasse Farbe aufgetragen wird, so entstehen doch wirklich gute Mischungen. Jetzt kommt das permanent Blau-Violett zum Einsatz. Die Farbe bildet einen guten Kontrast zu den eher warmen Rot- und Orangefarbenen Tönen. Übrigens, da sind immer noch Farbinseln in Türkisgrün, Gelb und Grün. Dadurch, dass ich das permanent Blau-Violett so großflächig auftrage, bilden sich immer wieder neue abstrakte Eindrücke. Ich liebe diese sich überlagernden Schichten. Um das Dunkle etwas abzumildern, kommt noch einmal das Perlrot zum Einsatz. Vorher habe ich meistens mein Rakelwerkzeug am Rand aufgesetzt. Jetzt beginne ich damit, das Werkzeug bewusster in der Fläche einzusetzen und damit Bereiche stärker abzugrenzen. Passend zum Perlrot trage ich auch noch ein bisschen Perlweiß auf. Auch diese Farbe schimmert metallisch. Ich greife wieder zum Föhn, weil ich die Farbmischung so zu stark empfinde und möchte, dass diese Schicht oberflächlich antrocknet. Mit dem Azurgelb Dunkel kommt wieder eine kontrastreiche Farbe auf die Leinwand. Auch hier setze ich die farbigen Bereiche akzentuiert ein. So sieht die Leinwand ganz schön spannend aus. Manchmal denke ich mir, lasse ich das Bild jetzt so, wie es ist, oder mache ich weiter? Meistens mache ich dann weiter und bin einfach in meinem Flow.
Die Szene hätte ich herausschneiden können, habe mich dann aber entschieden, es genau so zu lassen. Man kann mich hier quasi genau überlegen sehen, wie ich jetzt ansetze, das Rakelwerkzeug nochmal drehe und dann starte ich doch so, wie ich es ursprünglich geplant habe. Das sind manchmal in Sekundenbruchteilen Entscheidungen, die gefällt werden und es ist mehr oder weniger bewusst. Die rote Farbe ist das Naphtolrot Mittel. Das jetzt aufgetragene permanent rot-violett trifft in der Mitte der Leinwand auf das noch etwas feuchte Perlweiß und das Perlrot. Dadurch kommen auch die helleren Streifen zustande. Das Gelb-Grün bildet einen herrlichen Kontrast zu den roten und violetten Farbschichten. Und dazu leuchtet es auch noch so wunderbar. Hier gehe ich mit der grünen Farbe noch einmal über die Stelle, weil mir der Farbauftrag noch nicht stark genug war. Ich erinnere mich, dass mir das dunkle Permanentgrün nicht so gut gefallen hat und deshalb gehe ich direkt mit dem Perlweiß nochmal über diese Farbschicht. Jetzt setze ich mit verschiedenen Farben, die ich auf diesem Bild schon eingesetzt habe, weitere Akzente. Es entstehen kleinere und größere abstrakte Passagen. Ich muss zugeben, dass mir das Perlweiß richtig gut gefällt. Deshalb baue ich eine sogenannte Säule am Bildrand auf. Dabei muss ich das Rakelwerkzeug ganz schön ziehen und mit der anderen Hand dagegen halten, weil inzwischen über 20 verschiedene Farbschichten übereinander aufgetragen worden sind. Die Flächen, die jetzt gerakelt werden, werden wieder kleinteiliger. Dafür sind sie inzwischen sehr farbenfroh. Mit dem Türkisgrün, welches ich als erste Schicht aufgetragen habe, beende ich das Bild. Dabei fällt der Farbauftrag wieder etwas großflächiger aus. Hier lasse ich dir etwas Zeit, das fast fertige Bild in Ruhe zu betrachten. Ich bin der Meinung, dass noch etwas Türkisgrün fehlt. Im ursprünglichen Video zu diesem Bild gab es diese Sequenz nicht, aber ich habe euch das Bild noch einmal an die Wand gehängt und es einmal abgefilmt, sodass ihr auch hier den kompletten Eindruck des Kunstwerks sehen könnt. Und es besteht eben aus sehr vielen Schichten. Meine neueren Rakelbilder haben teilweise weniger Schichten und ich würde bei diesem Bild an keiner Stelle etwas anders machen wollen. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir auch fürs Zuhören.
Ich wünsche euch eine schöne Woche und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.